Herzlich willkommen in der Weinbergskirche zu Dresden. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So lesen wir es im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel. Es ist ein wunderbarer Sonnentag. Mit unseren damals noch kleinen Kindern laufen wir im Hafen von Warnemünde am alten Strom entlang. Da plötzlich fragt uns unsere ältere Tochter, ob sie sich denn mit ihrem Cityroller schon einmal auf den Weg machen dürfe. Und wir erlauben es ihr, dass sie vorausfahren kann. Mit meinem Mann bin ich im Gespräch vertieft. Wir schieben den Kinderwagen unserer zweiten Tochter. Nun sind wir am Ende des alten Stroms angekommen. Wir suchen nach unserer Tochter. Doch, oh weh, nirgends können wir sie sehen. Vor uns der Strand und das Meer und rechts neben uns das Hafenbecken. Wir schauen überall, ob wir sie irgendwo entdecken können. Wir fragen Passanten, ob sie vielleicht ein kleines Mädchen mit einem Cityroller gesehen haben. Aber niemand kann uns weiterhelfen. Wir gehen zum Strand und schauen aufs Meer. Nirgends können wir sie entdecken. Wir sind in großer Sorge und voller Angst gehen wir den Weg zurück. Am Anfang des Weges angekommen, dort, wo wir uns von unserer Tochter verabschiedet haben, da sehen wir plötzlich. Ein kleines Mädchen sitzt auf einem Stein. Ganz fest hält sie in den Händen ihren Cityroller. Ihre Augen schauen suchend danach, ob sie uns irgendwo entdecken könnten. Voller Freude laufen wir auf unsere Tochter zu und wir schließen sie in unsere Arme. In diesem Moment sind wir die glücklichsten Menschen der Welt. Und nach der Wiedersehensfreude erzählt sie uns, warum wir uns haben nicht finden können. Unsere Tochter kam an einem Eisstand vorbei und sie stellte sich an und hoffte, dass wir ihr dann ein Eis kaufen. Aber dort, wo sie stand, haben wir nicht nach ihr gesucht und sie dort nicht gefunden. Kennen Sie das Gefühl, dass Sie nach jemandem ganz intensiv suchen, den Sie für einen Moment verloren haben? Kennen Sie die Erfahrung, dass Ihnen etwas unheimlich wichtig ist und Sie suchen und suchen intensiv danach? Was für eine Sorge, wenn wir suchen müssen. Was für eine große Freude, wenn wir das Gesuchte wiederfinden. Eines Tages kommt Jesus in die Stadt Jericho. Schnell hat es sich herumgesprochen, dass er in die Stadt kommt. Einem Mann ist es ganz besonders wichtig, dass er Jesus treffen kann. Schnell geht er auf die Straße und da er sehr klein ist, überlegt er, was er tun kann, damit er Jesus sehen kann. Und so entschließt er sich, auf einen Maulbeerbaum zu steigen. Da plötzlich kommt Jesus. Er kommt die Straße entlang und bleibt genau an dem Baum stehen, auf dem dieser Mann ist. Steig herab, Zachäus, ruft plötzlich Jesus. Ich will heute dein Gast sein. Meint er mich? Voller Glück steigt Zachäus vom Maulbeerbaum herab. Und er lädt Jesus ein, zu ihm nach Hause zu kommen. Sie essen gemeinsam Abendbrot, verbringen den ganzen Abend miteinander. Dann plötzlich sagt Zachäus: Jesus, ich danke dir, dass du in mein Haus gekommen bist. Du hast mich gesucht und gefunden und mein Leben verändert. Sonst möchte niemand etwas mit mir zu tun haben. Ich bin ein Steuereintreiber und mache gemeinsame Sache mit den Römern. Aber du hast mich gesucht
und du hast mich gefunden. Die Hälfte meines Besitzes will ich an die Armen abgeben. Und wenn ich jemanden zu viel abgenommen habe, gebe ich es vierfach zurück. Und Jesus sagt, ich bin zu den Menschen gekommen und suche sie. Ich will sie finden und sie herausrufen aus schuldhaften Verstrickungen und Dinge, die ihr Leben zerstören. Haben Sie auch manchmal den Wunsch, dass jemand Sie sucht und Sie findet? Wünschen Sie sich, dass Jesus Sie sucht und Sie herausruft aus den Situationen, die Sie unheimlich viel Kraft kosten? Dass er Sie herausruft aus dem täglichen Einerlei, dass er Sie herausruft aus schuldhaften Verstrickungen? Öffnen wir Jesus immer wieder unsere Herzenstür. Suchen auch wir nach ihm. Nutzen wir ungewöhnliche Wege, so wie Zachäus, um Jesus zu begegnen. Und hoffen wir, wie unsere kleine Tochter, fest darauf, dass Jesus uns suchen wird und uns auch finden wird. Wir sind von Jesus Gefundene. Was für eine Freude. Amen. Lassen Sie uns unsere Gedanken vor Gott bringen und miteinander beten. Wir danken dir, Jesus, dass du uns immer wieder nachgehst und uns suchst. Selbst wenn wir uns von dir entfernen, du behältst uns im Blick. Danke, dass wir nicht verloren und verlassen sind. Danke für deine Nähe, deinen Schutz. Wir bitten dich, Gott, für alle Menschen, die sich verloren und verlassen fühlen. Ermutige, suche, begleite sie. Gib niemals jemanden auf. Zeige uns Wege, wo wir für andere da sein können. Wir bitten für alle Menschen, die es in diesen Tagen besonders schwer haben. Sei mit den kranken Menschen, sei mit den Sterbenden, sei mit allen, die um einen Menschen trauern. Halte unsere Verstorbenen geborgen in deinen guten Händen, Gott. Sei mit den Menschen, die in Kriegs- und Krisenregionen dieser Erde leben. Erbarme dich und zeige Wege, die sie gehen können. Gemeinsam bitten wir mit den Worten, die Jesus uns lehrte, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne euch und behüte euch der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen.